So, jetzt haben wir alles von unserem Test eingekauft. Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Kanals. Ich bin hier im wunderschönen Vogtland an einem Secret Spot und habe wieder Bock, was zu testen. Und zwar habe ich im letzten Video schon mal Fitlab erwähnt. Und die haben jetzt ein Boa-System herausgebracht. Damit kann man quasi alles andere außer Wasserflaschen, natürlich auch Wasserflaschen, an deinem Fahrrad oder ans Fahrrad befestigen. Und damit der Test auch wirklich aussagekräftig wird, habe ich meinen Thunderbolt aus meinem Keller geholt. Mit gnadenlosen, harten 120 mm Federweg hinten. Ne? Damit es ordentlich rattelt im Karton, wenn ich hier über Stock und Stein das Ding teste. So, das ist hier das Boa-System. Nice, ja? Und anhand dieser Banane zeige ich euch, wie das System funktioniert. Man schiebe das Objekt der Begierde für zwischen Nein und drehe den Knopf. So, damit sitzt die Banane bombenfest, hoffe ich. Wenn ihr es wieder lösen wollt, müsst ihr hier diesen Knopf ziehen. Dann entspannt sich die ganze Sache, dann kannst du auch noch ein bisschen mehr ziehen. Zack, das wird draußen. Ja, nice. Wie das Ganze am Bike aussieht, zeige ich euch gleich. Im Endeffekt ist es wie bei der Flasche. Zack, rein, fertig. Dann geht's ab. So, hier sind wir nun in meinem Testgelände angelangt. Viele Steine, viele Absätze. Sprünge, Drops und das Bike ist bereit für den ersten Test. Und zwar die Banane. Banane hält. Auf jeden Fall würde ich sagen, ersten Test bestanden. Kriegst du nicht weg. Wackelt zwar ein bisschen rum, aber ansonsten verlieren kann ich es nicht. Und da bin ich mit der Federgabel ordentlich durchgeschlagen. Einziger Nachteil ist vielleicht, bei einem System hast du dann irgendwann hier Druckstellen an der Banane. Bevor wir weiter, eigentlich erstmal hier die Banane. Ich habe jetzt keinen Hunger. So, Test 2. Ein beliebiger Energiegetränkehersteller. Guckst an der Sache, das ist eine ziemlich glatte Oberfläche. Und kann natürlich durchaus ein bisschen. Obwohl, es hält super. Dadurch, dass sie nochmal im inneren Bereich einen Softschaum eingearbeitet haben. So sieht's aus. Schauen wir mal. Test 2, Energie. Also gefühlt wandert die Dose immer ein Stück weiter runter. Also ein bisschen rutschen tut sie schon. Aktuell befinde ich mich auf dem Weg ganz nach oben. Ich will nämlich mal die Dose bei der längeren Abfahrt testen. Mal schauen, wie sich das da so schlägt. Wir sind oben. Schauen wir mal, was die Dose wirklich hält. Dose nicht rausgefallen, weil sie hier noch am Falz hält und unten am Sattelrohr. Lange Abfahrten mit der Dose sind eher mit Vorsicht zu genießen. Schauen wir weiter.
Ach, das ist warm. Es gibt natürlich Biker, die sich total vegan ernähren und vielleicht nicht auf Bananen stehen. Da habe ich auch einen weiteren Test, und zwar eine Gurke. Mal sehen, ob die funktioniert. Auch mal noch einen Schluck bringen. So, da ist sie drin. Die Banane, natürlich die Gurke ist drin. Wie gesagt, ganz einfach rein, zack, hält. Sieht auf jeden Fall geil aus. Wir sind jetzt wieder oben und jetzt geht es nochmal runter. Ordentlich. Bam. So, Gurke, würde sagen, bestanden, hat Rallen. Für die Veganer haben wir jetzt was getan. Natürlich gibt es unter meinen Kollegen bestimmt welche, die Fleisch mögen. Und da habe ich hier genau das Richtige. Oma Hildes, Krümelknacker. Wie die sich so schlägt, sehen wir gleich. Auch hier werden wir wieder versuchen, eine Aufnahme zu machen. Da wackelt eher die Aufnahme von Magneten mehr wie die Wurst. So, Oma Hildes Knacker, alles dabei. Langsam waren die Lichtverhältnisse ein bisschen bescheidener. Ich muss mich beeilen, was könnte man noch testen? Vielleicht etwas leichterer Kost. Schau mal, abends, wenn man ins Kino fahren will, zum Beispiel Popcorn, ja? Na, schau mal. Ich würde sagen, der erste Schwachpunkt ist vielleicht, das ist schon das Maximum, denke ich, was du an Volumen reinbauen kannst. Also es sieht schon ganz schön verrückt aus. Ich würde sagen, das ist ziemlich geil, das System. Der einzige limitierende Faktor ist eigentlich der Platz. Wir können ja noch größere Sachen dran machen, aber das Raumdreieck ist einfach zu klein. Verdammt. Ja, zack, kann man rausmachen, essen, einmal frei. Noch so einen schweren Testtag. Und da die Sonne gleich untergeht, würde ich sagen, gibt langsam Abendbrot. Was gibt es da nicht Besseres als ein ordentliches Sandwich? Natürlich muss das auch erstmal zum Dreieck gefahren werden. Könnte sein, dass das vielleicht das erste ist, was nicht so gut hält. Ich muss sagen, das Zeug hält. Ich kann hier machen, was ich will. So, liebe Freunde, wie ihr seht, die Sonne geht unter. Ich habe Hunger. Und die Lichtverhältnisse waren einfach zu schlecht, um hier noch sinnvolle Tests zu dokumentieren. Ich denke, wir machen morgen früh weiter. Bis dahin.